Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen Glitch, wie ihr zum Beispiel die neuesten Fahrzeuge aus dem DLC kostenlos bekommen könnt und wenn euer Freund das Fahrzeug sogar gemoddet besitzt, sogar gemoddete Fahrzeuge bekommen könnt aus dem neuesten DLC. Wie geil ist das denn? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen und außerdem, Leute, für die, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Glitches, die es in GTA gibt. Und das wäre doch ziemlich schade, oder nicht? Ne? Also, let's go. Aber Leute, am Ende des Videos habe ich eine kleine Überraschung für euch. Deswegen lohnt es sich tatsächlich jetzt für alle dran zu bleiben. Also gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Glitch an. Was braucht ihr denn überhaupt für diesen Glitch? Für diesen Glitch, Leute, braucht ihr eine Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verlieren könnt. Also zum Beispiel einen kostenlosen LLG, ein kostenloses Stockcar, Auto oder einen Fahrzeugroller. Auf jeden Fall irgendwas Billiges, was auf jeden Fall weg kann. Außerdem, Leute, braucht ihr einen Nachtclub oder Arena. Und in Nachtclub oder Arena, Leute, braucht ihr ein persönliches Fahrzeug. Und nein, dieses persönliche Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Ihr braucht einfach nur eins da drinnen. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine LSK-Mitgliedschaft. Denn ihr müsst im LSK mit die Teststrecke benutzen können. Ist auch sehr wichtig. Außerdem, Leute, braucht ihr für diesen Glitch natürlich einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise, Leute, hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr unbedingt haben wollt. Habt das Ganze sehr gut. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Glitch an. Als erstes, Leute, seid ihr mit euren Freunden in einer Einladungssitzung. Dieser Glitch funktioniert zwar theoretisch auch in anderen Sitzungen, aber ich empfehle euch immer, diesen Glitch in einer Einladungssitzung zu machen. Als erstes, Leute, müsst ihr mit irgendeinem persönlichen Fahrzeug im LSK-Meet reinfahren. Seid ihr im LSK-Meet angekommen, Leute, steigt jetzt wieder ein, drückt Viereck und geht auf die Teststrecke mit anderen Spielern beitreten. Seid ihr jetzt auf der Teststrecke angekommen, müsst ihr jetzt einfach mal die Dreieckstaste gedrückt halten. Ihr werdet merken, Leute, dass sich unten rechts eine Leiste volllädt und wenn diese Leiste vollgeladen ist, seid ihr im Exit-Menü. Und wir müssen es jetzt tatsächlich gleich schaffen, dieses Exit-Menü mit der Optionsmenü zu verbinden. Das bedeutet, dass wir im Exit-Menü sind, aber auch die Optionsmenü offen haben. Wie machen wir das? Ganz einfach, ihr drückt jetzt hier nochmal Kreis. Ihr haltet jetzt als erstes die Optionstaste gedrückt und ihr haltet das jetzt auch gedrückt. Und danach haltet ihr das Dreieck gedrückt. Und bevor sich der Balken komplett voll lädt, müsst ihr die Optionstaste wieder loslassen. Und wenn ihr das Timing richtig gut hinbekommen habt, Leute, dann werdet ihr im Exit-Menü vom LSK-Meet sein mit den Optionsmenü, so wie ich jetzt hier im Video. Wenn ihr das geschafft habt, Leute, sehr gut, denn wir gehen jetzt auf die Karte und starten über die Karte irgendeinen Job. In meinem Fall habe ich jetzt hier irgendwie, macht zwei Kreuze, so ein Rennen gestartet. Seid jetzt im Jobmenü angekommen, Leute, geht es einfach wieder raus. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsst ihr jetzt auf dem LSK mit Dach gespawnt sein, aber unsichtbar und ihr seid so gesehen gefreezed, denn ihr könnt euch nicht von der Stelle bewegen. Aber Leute, wie könnt ihr euch denn jetzt wieder entfreezen? Naja, dafür braucht ihr jetzt euren Freund, denn euer Freund muss jetzt irgendein Jobmenü reingehen. Also in meinem Fall ist es mein Freund einfach auf Option, Online, Jobs, Jobs spielen, von Rockstar erstellt, Mission und Job für einen Titan gegangen. Und sobald er im Jobmenü drin ist, Leute, kann er euch Bescheid sagen, ey yo, ich bin Jobmenü und ihr geht jetzt ins PSN-Menü, sucht euren Freund in eurer Freundesliste raus, geht auf sein Profil und dann wird in seinem Profil angezeigt, dass er jetzt gerade GTA spielt und dann geht es hier auf Beitreten. Ganz wichtig, Leute, das müsst ihr jetzt hier übers Profil machen. Ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und ihr werdet natürlich jetzt in GTA gefragt, ey, möchtest du dem beitreten? Hier bestätigt ihr es mit X. Und kurze Zeit später, Leute, werdet ihr eine Fehlermeldung bekommen. Nämlich, dass die Sitzung ja privat ist und ihr nicht beitreten könnt. Und diese Meldung bestätigt ihr auch natürlich mit X. Und wunderbar, ihr seid auf dem Dach gespawnt, aber ihr könnt euch jetzt bewegen und seid wieder sichtbar. So, als nächstes, Leute, lauft jetzt einfach vom Dach runter und macht euch jetzt auf den Weg zu eurem Nachtclub oder Arena. In meinem Fall habe ich jetzt hier einfach die Arena genommen. Setzt an der Arena ankommen, Leute, müssen wir jetzt ein Fahrzeug aus der Arena bestellen. Also in meinem Fall stammt das Fahrzeug schon aus der Arena, deswegen muss ich jetzt hier nicht den Mechaniker anrufen, Fahrzeug bestellen. Aber Leute, falls ihr jetzt hier gerade kein Fahrzeug aus der Arena oder Nachtclub habt, solltet ihr jetzt eins bestellen.
denn wir müssen es mit diesem Fahrzeug wieder zurückfahren in den Nachtclub bzw. Arena. Und zwar in die gleiche Ebene, wo das Fahrzeug auch drinnen steht. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Denn wenn jetzt hier alles funktioniert, Leute, müsstet ihr einen flackernden Bildschirm bekommen, sobald ihr in die Garage reinfahrt bzw. die Garage ausgewählt habt. Und wenn ihr das habt, Leute, ganz einfach aussteigen. Und ihr werdet da kurz durch die Map fallen, spawnt auch wenig später wieder oben. Jetzt gibt es noch einen letzten Schritt, Leute, den ihr machen müsst, bevor ihr ready seid für den Gift Cast to Friends. Also in meinem Fall bestelle ich einfach den RC Bandito. Das macht ihr einfach über das Interaktionsmenü, geht auf Inventar, ferngesteuerte Fahrzeuge und RC Bandito anfordern. Seit dem RC Bandito gespawnt, Leute, drückt jetzt einfach mal 3. Und jetzt ist das Entscheidende, Leute, denn ihr müsst jetzt blinkend spawnen. Wenn ihr nicht blinkend spawnt, dann habt ihr den Glitch leider nicht geschafft und müsst das Verglitchen nochmal neu machen, komplett. Aber in meinem Fall hat es funktioniert wunderbar. Aber für die Leute, die zum Beispiel jetzt keinen RC Bandito haben oder sonst irgendwas, dafür gibt es auch wirklich einen sehr, sehr einfachen Workaround. Und zwar ist der Workaround, falls ihr keinen RC Bandito besitzt, dass euer Freund euch in sein Apartment einlädt und ihr einfach dann wieder rausspaziert. Und dadurch, dass ihr in seinem Apartment kurz drinnen wart und dann rausgegangen seid, seid ihr jetzt auch in den richtigen Modus für den Gift Castle Friends. Aber wie gesagt, Leute, mit RC Bandito anfordern oder RC Tank ist deutlich leichter und effizienter in der Zeit gesehen. Aber natürlich ist es natürlich die günstigste Variante, einfach vom Freund eingeladen zu werden in sein Apartment. Aber Leute, wir sind jetzt generell fertig verglitscht für den Gift Cast to Friends. Das bedeutet, wir gehen zum Teil über, wo es tatsächlich auch das Fahrzeug bekommen. Denn der ganze Glitch wird an dieser Location stattfinden. Das bedeutet, ihr kommt jetzt dahin und euer Freund mit dem Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet, auch ganz wichtig. So, seid ihr da angekommen, Leute, stellt euch jetzt optimalerweise mit eurem Freund jetzt erstmal an die Wand und schaut auch zur Wand. Denn wir müssen als nächstes unseren MOC zu uns bestellen. Das bedeutet, wir öffnen das Interaktionsmenü, gehen jetzt hier auf Sonderfahrzeug, mobile Kommandozentrale und mobile Kommandozentrale anfordern. Ist eure mobile Kommandozentrale angekommen, Leute, müssen wir jetzt das Fahrzeug bestellen aus unserem MOC. Das bedeutet, ihr öffnet wieder das Interaktionsmenü, geht auf Sonderfahrzeuge, geht auf mobile Kommandozentrale und geht jetzt auf persönliches Fahrzeug anfordern. Ist beides angekommen, Leute, steigt jetzt ins Fahrzeug ein. Euer Freund steigt jetzt mit in eurem Fahrzeug ein. Und Leute, sobald euer Freund eingestiegen ist, muss er jetzt wirklich, ganz wichtig, das Optionsmenü öffnen. Das bedeutet, ihr drückt einmal die Optionstaste, damit sich das Optionsmenü öffnet bzw. offen ist. Und das Ganze muss auch offen bleiben. Ganz, ganz wichtig. So, wenn es euer Freund das getan hat, Leute, könnt ihr jetzt wieder zurück zu eurem MOC fahren und drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, um reinzufahren. Und ihr werdet merken, Leute, dass ihr sehr, sehr kurz gefreezed seid. Und zwar nur so lange, bis euer Freund rausgeschmissen wurde. Wurde euer Freund rausgeschmissen, fahrt jetzt einfach ein paar Meter zurück. Und zwar ganz wichtig, Leute, sobald ihr aus eurem Fahrzeug aussteigt, muss der blaue Kreis sichtbar sein vom MOC, wenn ihr zu Fuß seid. Ganz, ganz wichtig. Denn als nächstes, Leute, müssen wir jetzt erstmal die Franklin-Meldung machen. Das bedeutet, wir halten die untere Pfeiltaste gedrückt und wählen irgendeinen Story-Modus-Charakter aus. Wir werden natürlich jetzt in GTA eine Meldung erhalten, ey yo, bist du sicher, dass du einen Story-Modus möchtest? Diese Meldung lehnen wir ab mit Kreis. Habt ihr das gemacht, Leute, rennt ihr jetzt zu eurem MOC und geht auf alleine beitreten. Seid ihr jetzt auf alleine beitreten gegangen, Leute, werdet ihr merken, dass ihr einen unendlichen Ladescreen bekommt. Und aus diesem unendlichen Ladescreen wieder rauszukommen, Leute, müssen wir so gesehen nochmal diese Franklin-Meldung machen. Aber ihr seht das nicht, das bedeutet, ihr müsst das so gesehen nach Bauchgefühl machen. Das bedeutet, wir halten die untere Pfeiltaste wieder gedrückt und wählen einen Story-Modus-Charakter aus in unseren Geiste. Und wenn alles funktioniert, Leute, werdet ihr auf einmal eine Fehlermeldung in GTA erhalten, ey yo, möchtest du einen Story-Modus? Diese Meldung brechen wir wieder mit Kreis ab. Und zack, Leute, ihr spawnt auf der Straße und zwar unsichtbar. Und jetzt muss es schnell gehen, Leute, denn ihr müsst es so lange, wie ihr unsichtbar seid, ins Fahrzeug einsteigen von eurem Freund, was ihr gerne haben möchtet, ist ja klar. Und zack, bum, bam, Leute, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und das war schon der ganze Glitch. Das Fahrzeug ist tatsächlich jetzt auch schon komplett abgespeichert und gehört euch. Und nein, Leute, euer Freund verliert das Fahrzeug natürlich nicht. Denn wenn ich jetzt wieder rausfahre, werdet ihr merken, dass ich einfach nur die 1:1 Kopie bekommen habe und er sein Fahrzeug einfach behalten konnte. Wie geil ist das denn, Leute? Und weil dieser Glitch so geil ist, Leute, würde ich euch immer noch bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht abonniert haben, warum nicht? Der Glitch funktioniert doch, also let's go! Aber ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, dass ich eine kleine Überraschung für euch habe. Und zwar in diesem Sinne eine Überraschung, dass ich die ganzen neuen Fahrzeuge aus dem DLC natürlich schon gemoddet habe, beziehungsweise schon gemoddet besitze.
Denn ihr seht es hier gerade im Hintergrund, Leute, dass ich wirklich jedes Fahrzeug in F1 habe und in einer Bennys-Version habe. Und natürlich, wie auch schon damals, werde ich diese Fahrzeuge via Gift Custom Friend Stream an euch verschenken. Das bedeutet, Leute, damit ihr beim Gift Custom Friend Stream mit dabei sein könnt, joint mal auf meinen Discord-Server, denn darüber werde ich den Gift Custom Friend Stream natürlich leiten. Und wenn ihr nicht da drauf seid, dann könnt ihr leider keine Fahrzeuge bekommen, also kommt drauf. Aber wann der nächste Stream ist, ist ehrlich gesagt noch nicht ganz feste, denn wie gesagt, dieses Wochenende könnte es klappen, aber da ja Weihnachten kurz vorher ist, wird es halt mehr oder weniger schwierig. Aber Leute, sobald ihr auf den Discord-Server kommt, werdet ihr natürlich die ganzen News rund um meinen Kanal bzw. um den Gift Custom Friend Stream natürlich mitbekommen. Aber Leute, ich würde sagen, ich habe jetzt genug geredet in diesem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat und euch sogar weitergeholfen hat, würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.